Die düstere Folge von SpongeBob Schwammkopf. Oha, oh, jetzt bin ich gespannt. Oh, jetzt bin ich... Alter. Wie ich das vermisst habe, ich brauche das unbedingt. Wenn es um SpongeBob Schwammkopf geht und vor allem dann noch um so crazy stuff, jetzt bin ich, also jetzt bin ich Feuer und Flamme. Warte noch auf den Code für die Milchfumme. Das kommt noch, alles gut. Ist der unglücklichste Charakter in SpongeBob Schwammkopf. Ja, bitte, da ist er wieder am Start. Wichtig und richtig. Ja, genau, so auch Michi. Stark, stark. Ich möchte ganz kurz, dass ihr wirklich einmal genauer darüber nachdenkt. Wer ist die Person in der ganzen Serie, die am absolut unglücklichsten ist? Mein erster Gedanke bei dieser Überlegung ist Thaddäus. Thaddäus ist grundsätzlich eine sehr fröhliche, mit positiver Aura bestattete Person, ja. Ausgestattete Person, nicht bestattete Person. Ich glaube, dann wäre er einfach nicht mehr am Leben, glaube ich. Gefrustete Person. Er arbeitet sein Leben lang in einem Beruf, den er wirklich nicht leiden kann, ist umgeben von Menschen, die er alle nicht mag, hat mehrere Hobbys, die alle irgendwie keinen Zuspruch finden, die niemand von ihm hören oder sehen will. Er ist quasi eine Person, die nicht glücklich ist in seinem derzeitigen Dasein. Und diese Idee, dass er derzeit nicht glücklich ist unter den Bedingungen, unter denen er lebt, dies wurde in der wohl düstersten Folge von SpongeBob Schwammkopf behandelt. Junge, pass auf, ich sag mich jetzt ein was, ja? Durch diese Hintergrundmusik von Creepypasta Punch ist jede SpongeBob-Folge auf einmal übel gruselig, obwohl die Folgen, wenn man sie kennt, eigentlich lustig sind und eigentlich ein Banger sind, aber er blendet nur so Bilder ein mit dieser Musik, redet noch so düster und dadurch wirkt das alles gruselig. Eigentlich sind die Folgen gar nicht so die düstere Folge. So. Eigentlich sind die gar nicht düster. Er macht die jetzt gerade einfach noch düsterer. Und diese Folge trägt den Titel Das Tentakelparadies. Kurz einmal für die von euch, die nicht wissen, worum es in der Folge Das Tentakelparadies geht. Die Folge beginnt so, wie eine typische SpongeBob-Folge es manchmal tut. Es ist soweit, dass SpongeBob und Patrick eben ein Laubgebläse finden und damit reinigen sie die Fassade von Thaddäus Haus. Letztendlich machen sie sein Haus damit kaputt. Ja, das ist die gute Folge, wo das dann eingesaugt wurde. Die Nase und sowas und die Fenster von dem Haus. Ziehen die Fenster mit dem Laubgebläse ab, sprühen sie an anderen Orten wieder ran. Letztendlich sorgen sie dafür, dass Thaddäus Haus kaputt geht, dass alles in Schutt und Asche liegt. Ein weiterer Tag, wo Thaddäus es hasst, in dieser Nachbarschaft zu leben, wo er es hasst, umgeben von SpongeBob und Patrick zu sein. Als er dann aber draußen ist, umgeben von seinen Möbeln, die in alle Richtungen verteilt wurden, hört er auf einmal im Fernsehen eine Nachricht. Und zwar geht es eben darum, dass eine andere Person, die quasi genauso aussieht wie Thaddäus, zu ihm spricht und all seine Probleme aufzählt. Ob er auch unglücklich ist, da wo er jetzt lebt, unglücklich in seinem Job, ob das alles ihn nicht mehr glücklich macht. Und dieser Mann im Fernsehen bietet ihm eine Alternative an. Ja. Und zwar... Ja, stimmt, das Tentakelparadies, das ist jedes Haus wie das andere, ja. Ach, Mann. Das Tentakelparadies. Eine Stadt, wo nur so Leute wie Thaddäus existieren können. Eine Stadt, wo eben alle Leute gleich sind und man abseits ist von all diesen nervenden anderen Wesen, wie SpongeBob und Patrick es sind. Für Thaddäus klingt diese Stadt, das Tentakelparadies, nach einem himmlischen Ort. Und sofort packt er seine Sachen von seinem kaputten Haus und macht sich auf den Weg dorthin. Und was dann dort auf ihn wartet, ist eben absolute Perfektion für ihn. Es ist alles da, was er liebt. Er hat das perfekte Essen. Er kann Fahrrad fahren, ohne gestört zu werden. Er hat ruhige Nachbarn, die ihn nicht weiter nerven. Leute, die ebenfalls an Kunst und Kultur interessiert sind. Er kann tanzen. Er kann Klarinette spielen mit anderen. Letztendlich alle Leute, die da sind, sind exakt so, wie er es ist. Alle Leute in dieser Stadt sind nicht zu unterscheiden von ihm, abseits von Äußerlichkeiten, weil sie alle die gleichen Vorlieben haben, die gleichen Abneigungen. Sie sind letztendlich identisch zueinander. Man sollte nun davon ausgehen, dass dies ein perfekter Ort für Thaddäus ist. Stellt euch einmal vor, ihr werdet an einem Ort, an dem alles perfekt ist. Ihr braucht nicht zu einer nervigen Arbeit zu gehen. Ihr könnt jeglichem Hobby von euch nachgehen. Ihr könnt tun und lassen, was ihr wollt. Jeden einzelnen Tag exakt das Gleiche.
Doch genau da zeigt diese Folge eben ihre düstere Natur. Das, was ich eben als so düster bezeichne. Denn während man erwarten müsste, dass Thaddäus jetzt im Paradies angekommen ist, so wie eben... Er blendet es aber auch extra so ein, dass es noch trauriger rüberkommt. Leute. ...dieser Ort vermuten lässt, ist er genau im Gegenteil. Dieser Ort, das Tentakelparadies, wird für ihn zu einer persönlichen Hölle. Denn während er vorher nicht glücklich gewesen ist, wo er lebte, merkt er nun erst wirklich, was Unglück bedeutet. Denn an diesem Ort findet er zwar die Dinge, die er immer haben wollte, aber er bemerkt, dass er diese Dinge nicht machen kann, um dauerhaft glücklich zu sein. Er kann jeden Tag, so wie er es tut, sich das gleiche Essen holen, was er liebt. Er kann jeden Tag Klarinette spielen, wie er es möchte. Er kann jeden Tag Fahrrad fahren. Doch wenn er immer und immer wieder das Gleiche macht, diesen Trott immer weitermacht, bemerkt er schnell, dass das alles ihn gar nicht wirklich glücklich macht. Ja, Digga. Deswegen, Geld macht nicht glücklich, Digga. Und deswegen habe ich auch keinen Pool geholt. Und ja, damit ich das dann auch zu schätzen weiß, Digga. Ja, Daniel, grüß dich. Ey, mir geht's gut. Ich hoffe dir auch. Ja, schreib gerne mal rein. Digga. Na, aber jeder ist ein eigenglückes Schmied. Und ja, leben und leben lassen, Digga. Und dann, René war ja auch 10 Jahre auf dem Bau und... ist halt auch nicht ohne, Digga. In dieser Folge sehen wir eben, wie der Verstand von Thaddäus, wie sein Charakter langsam aber sicher immer und immer weiter abnimmt. Man sieht mit an, wie er immer trauriger wird, wie er immer depressiver wird. Tatsächlich, wenn man auch einigen Theorien im Internet glaubt, geht es in dieser Folge einzig darum, eben die Depression, die in Thaddäus steckt, zu zeigen. Denn vorher war Thaddäus nicht glücklich. Er war wahrscheinlich vorher in seinem Haus exakt so unglücklich, wie er es im Tentakelparadies auch war. Doch in seiner alten Wohnung, umgeben von SpongeBob und Patrick, hatte er eine Ausrede. Er konnte sagen, ich bin nicht glücklich, weil... Ja, das ist auch ein geiles Bild, muss ich ehrlich sagen, ja. Ich weiß nicht, SpongeBob haben die immer mal wieder ganz gut getroffen. Weil ich einen schlechten Job habe. Ich bin nicht glücklich, weil ich umgeben bin von Leuten, die ich nicht in meiner Nähe haben will. Ich bin unglücklich, weil ich meinen wahren Träumen und Passionen nicht nachgehen kann. Im Tentakelparadies aber bemerkt er, dass das Problem nicht diese Dinge waren, sondern dass das Problem er selbst und sein Leben sind. Denn in dem Moment, wo er alles tun kann, was er immer tun wollte, verschwinden seine Argumente, die er vorher hatte, um sein Leben zu rechtfertigen. Warum ist er da unglücklich? Er hat alles, was er möchte. Er hat alles, was er je wollte. Und all die Störfaktoren, die er vorher hatte, sind für immer verschwunden. Doch in dieser Zeit bemerkt Thaddäus eben, dass die wahre Trauer, der Grund für seinen Missmut, für seine Depression, in ihm liegt und dass er diesen Depressionen nie entwischen kann. Und in dieser Folge sehen wir eben, wie er immer und immer weiter in die Depression abdriftet, bis er dann ganz am Ende, als letzten Strohhalm quasi, nur Freude dadurch findet, dumme Dinge zu tun, die er früher nicht mochte. Nicht, weil diese Dinge tatsächlich etwas sind, was ihm Spaß macht. In zukünftigen Folgen sieht man ihn nie wieder mit einem Laubgebläse irgendwelchen Blödsinn machen, wie er es in dieser Folge tut. In der Folge nimmt er nachher ein Laubgebläse und zieht von anderen Thaddäus-Wesen, die dort sind, die Gesichter ab und macht sie auf andere Körper drauf, sodass manche Thaddäuse dann 2 Nasen haben oder 4 Augen oder sonst etwas. Damit verbringt Thaddäus da seine Zeit und er findet es witzig und er lacht, aber nicht, weil dies wirklich Dinge sind, die er mag, die ihn glücklich machen, sondern weil es Dinge sind, die ihn für einen Moment... Also ich dachte in der Folge ist so, man merken, wie allein und langweilig es ohne Freunde ist oder so. Ja, also letztendlich widerspiegelt das ja auch wieder diesen Punkt. Das ist ja jetzt nicht nur, ich weiß nicht, ob die überhaupt darauf anspielen wollten, auf das, was jetzt Creepypasta Punch sagt. Kann auch einfach sein, wie langweilig es ist, wenn jeder so ist wie du, wenn es einfach nur eintönig ist, du hast alles, was du brauchst und du hast praktisch nichts, worüber du dich jetzt wirklich noch aufregen kannst oder was dich irgendwie noch catcht. Weißt du, alles ist zur Gewohnheit geworden und dann ist halt langweilig. Das ist wie, wenn du ein Haus hast und du hast da Sauna, Pool, 10.000 Autos und so weiter und dann hast du ja alles. So, nach was willst du jetzt noch streben? Wo ist da jetzt noch die Freude für was Neues, was du haben könntest? So, und ich denke, auch das kannst du halt genauso mit anspielen. Und jetzt muss ja jetzt nicht eins zu eins genau das sein, was Creepypasta Punch da sagt. Das ist jetzt sehr viel ums Thema, ja, Depression oder, ja, ihm geht es die ganze Zeit gar nicht gut und einfach nur so das Negative, sondern dass vielleicht auch die andere Seite mit aufzeigt, ne?
Und wieder von seiner Trauer, von seinen inneren Problemen ablenken. Die Probleme, die er dort im Fokus hatte, die er wirklich bemerkte, konnte er für einen kurzen Moment beiseite schieben. Letztendlich endet die Folge auf einer sehr düsteren und bitteren Note. Denn am Ende kommt es dazu, dass Thaddäus aus diesem Ort rausgeworfen wird. Er passt nicht zu diesen anderen Leuten, die sich mit dieser Einheit, mit diesem Trott abgefunden haben. Er ist anders, weil er eben diese seltsamen Dinge mit dem Laubgebläse getan hat und weil er sich dort nicht zurechtfinden kann. Er wird also aus dem Tentakelparadies geschmissen und wieder in sein altes Leben zurückgeholt. Der macht es auch dramatischer, als es ist. Ich schwöre, durch die Musik ist das schon dramatisch. Dann blendet er Bilder ein, wo es extra schwarz-weiß gezeigt wird, weil das noch krasser aussieht, ne? Also, er macht es aber auch wirklich brutal, ja? Weil wenn du dir diese Folge anguckst, dann fühlt sich das nicht so an, als wäre das jetzt so schlimm. Weil dann kommt er wieder zurück und dann freut er sich so richtig, SpongeBob und Patrick zu sehen, ne? Und nicht so dieses, oh, jetzt mache ich das, weil ich bin so depressiv. Gut, ein altes Leben, was für ihn jetzt vielleicht erstmal besser erscheint. Ja, ja. Doch seine Probleme, sein Unmut, seine Trauer sind nicht gelöst. Thaddäus ist letztendlich wieder zu Hause. Mit den gleichen innerlichen Problemen, mit der gleichen innerlichen Depression, mit den gleichen Störfaktoren in seinem Leben, die er immer gehasst hatte. Die Folge endet letztendlich damit, dass wir alle nur mit ansehen konnten, wie kaputt, wie wirklich zerstört und zerrissen innerlich Thaddäus ist. Und dieses Problem seines innerlichen Kampfes sieht man in der Zukunft noch in vielen weiteren Folgen. Ich sage ganz ehrlich, dass das Tentakelparadies die düsterste Folge von SpongeBob ist, weil sie eben zeigt, wie depressiv Thaddäus wirklich ist. Doch andere Folgen unterstreichen das Ganze noch genauer. Es gibt so zum Beispiel in neueren Staffeln eine Folge, wo SpongeBob versucht, Thaddäus schöne Momente seiner Vergangenheit zu zeigen oder Dinge in seinem Leben zu zeigen, die Thaddäus mag, nur um dann mit Thaddäus zusammen zu bemerken, dass es überhaupt nichts in seinem Leben je gegeben hat, was er wirklich mochte. Diese Folge endet damit, dass Thaddäus einfach nur sich zu Hause bei sich einschließt und traurig ist. Jo, er zeigt einfach Thaddäus mit dem Strick in der Hand, als würde er sich jetzt erhängen wollen. Ah, alles klar, Bro, alles klar. Also ich feiere das schon, ich finde die Übertreibung sehr lustig tatsächlich. Thaddäus stellt für mich das Erwachsenwerden dar und SpongeBob die Kindheit. Ja, das stimmt eigentlich, ne? Wenn man es jetzt mal so sieht. Thaddäus so der, ja, mach mal. Du hast gar nicht mehr so viel Spaß, obwohl eigentlich erwachsen sein kann halt auch trotzdem. Du kannst ja trotzdem kopftechnisch jung genug bleiben, um auch viel Spaß mitzumachen, ne? Du musst ja nicht so ein Langweiler und so ein Spießer sein. Ne? Du kannst ja auch lustig sein. Ne? Zum Beispiel Baku ist zum Beispiel übelst der Langweiler. Ja, also das ist wirklich so eine richtige Schlaftablette, mit denen kannst du auch nicht lachen so, mit denen kannst du auch nicht reden so, der redet die ganze Zeit nur so von Vermögensberatung, Finanzen, Versicherungen, echt gar nichts. Also wirklich, also denkst du auch so, du sprichst halt dort mit dem Opa, ne, und ja, deswegen Baku ist da wieder eine andere Person, deswegen so möchte ich halt nicht enden, ne, Baku ist für mich so das Beispiel, wie ich nicht enden möchte. Uiuiui, wie sieht wohl das psychische Profil von Plankton aus? Das würde mich auch interessieren. Michi, was meinst du jetzt mit dem Mikrofon? Kronefaust, das Gegenteil, finde ich. Was meinst du jetzt von diesem Spießer und diesem Langweiler, wie es Baku ist? Baku ist ja wirklich die absolute Härte, was so dieses Lang... Also wirklich, Baku ist ein... Ja... Der widerspiegelt wirklich so dieses Klischee, wenn man erwachsen ist, so, man will mit denen halt auch nichts zu tun haben, weil die einfach auch unangenehm sind. In unterschiedlichsten Folgen sieht man immer und immer nur wieder, dass die Träume von Thaddäus, die Hoffnung, irgendwie kaputt gehen, dass er nie genau das kriegt, was er möchte. Und jetzt stellt euch einmal vor, ihr habt eine Person, die sowieso schon extrem mental angegriffen ist, die von tiefer Trauer geplagt ist. Und dann passiert ja ein großes Problem. Er hat sogar dich chipbaitet damit. Nee, er hat mich nicht chipbaitet. Niemand chipbaitet mich. Einfach so. Betonung auf Kenan. Ja, das ist traurig.
Das Kenan ist schon ekelhaft, ne? Muss man wirklich sagen. Also da gibt es auf jeden Fall dann ein Gegenvideo gegen dich, ja. Ich hab mich zerstört, ich meine, ja, einfach so aus Prinzip. Ja, nee, aber Chibaten wäre ehrenlos, ja. Aber das großer nicht. Misserfolg das nach dem anderen. Komm nicht in Frage, mich zu Chibaten. Was meint ihr, löst das in der Person aus? Und was meint ihr zu was für katastrophalen Folgen, das wird Thaddäus irgendwann führen? Ja, Scheinix, das war mein letztes Video. Das lag daran, ich habe verpeilt, mein Mikrofon runterzuräumen. Ja, war los. Aber ich habe das jetzt erst, ich habe wieder ein Video aufgenommen, dann habe ich das auch nochmal ein kleines bisschen bearbeitet mit dem Kompressor und so. Und dann klingt das auch nochmal ein bisschen besser. Ne? Das war wirklich, also da war einfach nur, weil das Mikrofon zu weit weg hatte, deswegen hat es noch mehr Gehalt. Und was meint ihr zu was für katastrophalen Folgen, das für Thaddäus irgendwann führen könnte? Das war auf jeden Fall dieses Video, die düsterste Folge von SpongeBob. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wenn es euch gefallen hat, sehen wir uns ja vielleicht... Er übertreibt einfach komplett so, als würde sich jetzt Thaddäus in Zukunft deswegen aufhängen und so. Fand eher, dass in der Folge darum geht, dass Thaddäus merkt, dass sein Leben in SpongeBob doch gar nicht so schlecht ist und er einfach das Chaos mehr vermisst, als er glaubt. Ja, dieses Hauptsache Angst einjagen, das ist so geil einfach. Einfach in den Exposed 45 Minuten Folge und Style. Oh, das wäre lustig, ja. Aber ich würde dich dann einfach striken. Weil du irgendeinen Ausschnitt von mir einblenden würdest, dann würde ich dich striken dafür. In der letzten Folge hängt sich Thaddäus einfach und das ist ja schon traurig, ne? Ich finde es krass, dass fast jede SpongeBob-Folge irgendwas Düsteres oder Rätselhaftes an sich hat, was man als Kind nie bemerkt hat, aber was einem im Nachhinein sehr auffällt. Die Macher von SpongeBob wollten einfach fast immer noch mehr sagen, als man vielleicht vermutet. Junge, das stimmt nicht mal. Weißt du, ich denke auch manchmal ist es einfach gedacht und irgendwie, man kann auch alles düster darstellen. Ja, man kann immer, aus irgendeiner Perspektive kannst du immer das Düstere darstellen. Ja, also ich denke nicht, dass die sich was Böses immer dabei denken oder so, Depression, da bringt sich jetzt um oder sowas. Das kann ich mir nicht vorstellen. Also du kannst halt, wenn du diesen Content machst, wie Screamypasta Punch macht, da kannst du aus einer anderen Perspektive immer das Düstere irgendwie mit rausziehen. Du kannst auch von mir aus eine Jimmy Neutron Folge dir reinziehen und dann sagen, ja aus der düsteren Perspektive könnte das so und so gemeint sein. Ne, also... Ich würde jetzt nicht diesen Machern unterstellen, dass sie immer nur düstere Sachen und irgendwelche anderen Geheime mit reinhauen wollten. Anni. Auf deinen Nacken, ja. Ich zeig dich an wegen NetzDG. Du machst Kindern Angst wie Rebecca Wing. Ey, ich mach niemanden Angst. Creepypasta Punch macht den Leuten Angst. Kann ich